Herzlich willkommen zu unserem 22. Strahlenschutz-Stammtisch Braunschweiger Land. Herzlich willkommen auch im Namen der Mitorganisatoren Dr. Rainer Gellermann, Dr. Wolfgang Schulz und Bodo Walter, der heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann. Regelmäßige Besucher unseres Stammtisches werden einen neuen Namen entdeckt haben, nämlich Dr. Wolfgang Schulz, der Leiter des Messlabors in Remlingen, ist seit dem 20. Strahlenschutz-Stammtisch mit in unserem Orga-Team. Wolfgang, willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, kann ich gern machen. Vielen Dank erstmal. Ja, Wolfgang Schulz ist der Name. Ich komme aus der Region Hannover und habe ursprünglich tatsächlich Chemie studiert, bin also Chemiker. Ich habe mich dann spezialisiert auf analytische Chemie und bin irgendwie durch, wie das dann so ist im Studium, in die Radioanalytik gekommen, also in, besser gesagt in die Radioökologie und Radioanalytik. Da habe ich dann meine Masterarbeit gemacht und auch promoviert mit einem Thema über Radionuklidaufnahme in Pflanzen in Tschernobyl. Und jetzt ist es so gekommen, dass ich nach der Promotion ein Angebot bekommen habe, weiterzumachen in der Radioökologie auf einem Projekt, das nennt sich Transens. Da bin ich zurzeit eingestellt. Und das Projekt beschäftigt sich im weiteren Sinne damit, wie Bevölkerung sinnvollerweise mit der Wissenschaft in Kommunikation treten kann beim Thema. Also das große Oberthema ist Endlagerung hochradioaktiver Stoffe. Und es war jetzt aber bei uns im Haus in Hannover immer schon so, dass es eine Bestrebung gab, eigentlich mal ein Projekt in Remlingen zu machen, bei dem man versucht, Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die Gelegenheit zu geben, Radioaktivität selbst zu messen oder, sagen wir mal, möglichst viel selbst zu machen in enger Anlehnung an die wissenschaftliche Begleitung. Und in diesem Rahmen von dem großen Projekt ist es halt gelungen, dass wir da eine Förderung für gekriegt haben und ich bin sozusagen dafür verantwortlich, Messmöglichkeiten in Remlingen zu schaffen für Bürgerinnen und Bürger. Da bin ich dabei, das aufzubauen. Das läuft auch schon eine Weile und in dem Zusammenhang bin ich vor ein paar, ja eigentlich schon vor einem Jahr, auch mal hier mit am Stammtisch gesessen als Gast und dann kam das eine zum anderen und es zeigte sich, dass es eigentlich ganz gut passt, dass das, was hier sozusagen in dem Stammtisch besprochen wird, im Grunde genommen auch ganz gut zu dem passt, was ich thematisch mache, nämlich der Frage, wie sinnvollerweise Wissenschaft und Bevölkerung zusammenarbeiten können. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, für mich ist das so ein bisschen aus der Blase heraustreten und ich war deswegen sehr froh, als Paul Koch mich gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das hier mit zu organisieren. Und ich bin mal gespannt, wie wir zusammen in Zukunft gestalten. Ja, kurze Vorstellung. Ich bin Wunderbar. Fragen jederzeit offen. So. Ja, vielen Dank. Ich finde es jetzt eigentlich sehr passend, dass im Organisationsteam vom Strahlenschutzstammtisch zwei Fachleute und zwei Laien sind. Und was du eben angesprochen hast, geht ja schon fast in die Richtung unseres heutigen, das heutige Thema. So, auch heute geht es um einen Veranstaltungsbericht. Es geht um die 53. Strahlenschutzkonferenz, die im September in Konstanz stattfand. Zum Ablauf des Abends folgendes. Dr. Rainer Gellermann wird zunächst allgemein etwas zum Fachverband Strahlenschutz und zu den bisherigen Konferenzen sagen. Danach wird er diese spezielle 53. Konferenz einleitend beschreiben. Er wird Thema und Ziele der Konferenz benennen. Ein Punkt aus der Konferenz vorweggenommen, diese 53. Konferenz befasste sich unter anderem mit dem Thema Kommunikation mit der Bevölkerung. So, zu diesem Thema gab es einen Workshop im World Café Format. Und hierzu wurde ich eingeladen, natürlich durch die Beziehung über Dr. Gellermann, um über unseren Strahlenschutzstammtisch im Zusammenhang mit dem Thema ASSE 2 zu berichten, beziehungsweise
um zum Gespräch als Bürger zur Verfügung zu stehen. Für dieses World Café-Thema waren dann Dr. Rainer Gellermann und ich die Moderatoren. Und darüber werden wir dann auch gemeinsam bzw. ergänzend berichten. Eine erste Frage- und Diskussionsrunde wird sich dann anschließen und dieses Thema abschließen. So, jetzt geht es los mit dem Bericht der 53. Beziehungsweise überhaupt Fachverband Strahlenschutz und der Konferenz. Also, lieber Rainer, jetzt bist du dran.